zieht den Startplatz. Die letzten Pferde kommen heran bereits. Nantano noch draußen, der außen startet. Für Rainer Krapp mit Michael Kadedu, der letzte, der einrückt. Weil gerade WikiLeaks hineinging. Also nur noch Nantano draußen. Nantano kommt in diesem Moment heran. Geht hinein. Alle Pferde jetzt in den Boxen, drittes Rennen, Startpreis von Pferdewetten.de, Ausgleich 4, 2300 Meter ist die Distanz. Wir haben innen Alathea an der Spitze, Alathea hat das Kommando in der Mitte der Bahn, Christoph Columbus, Kanonier Charlin dabei, weiter außen Conny Stone, das ist die Spitzengruppe. Das Tempo ist nicht allzu flott zu Beginn, Alathea führt vor Christoph Columbus. Dahinter an der Innenseite jetzt Lady Maxi im Aufrücken, Charlene, Conny Stone in fünfter Position, sechster WikiLeaks, Kanonier, German Wings. Dahinter Marijano, Abstand zu Nantano, dahinter dann Shai Moon und hinter dem Feld zunächst einmal Next Wave. So geht es durch den Tribünenbogen. Alathea zeigt den Weg, verfolgt von Christoph Columbus. An der Innenseite bleibt Lady Maxi in dritter Position, Charlene dabei mit Conny Stone an der Seite von Charlene zu sehen. German Wings hat sich innen etwas nach vorn geschoben. Dahinter Kanonier dabei. Dann sieht man außen die Rennfarben von WikiLeaks, von Marijano, Shai Moon dahinter mit Nantano und letzter immer noch Next Wave. Die Pferde gleich schon Mitte der Gegenseite. Alathea, die Stute führt mit Anna von den Trost, hat eine Länge vor Christoph Columbus in zweiter Position. Lady Maxi dabei, WikiLeaks hat den vierten Platz erobert. Dahinter Conny Stone, fünfter mit Charlene, German Wings, Kanonier vor Marijano. Dann Next Wave hat zwei Plätze gut gemacht. Und hinten im Feld sehen wir Shai Moon und letzter ist Nantano. Ausgangs der Gegenseite, Alathea. Dahinter wird Christoph Columbus geschoben, bleibt aber dran. Mit dabei Shai Moon innen. WikiLeaks hält sich hier ebenfalls wacker auf dem vierten Platz. Dann an der Innenseite German Wings, jetzt fünfter. Dann Conny Stone mit Charlene und so geht es durch den Bogen in Richtung der Geraden. Immer noch Alathea voraus. Jetzt aber Lady Maxi, Luca Delosier kommt jetzt näher heran mit der Stute, rückt auf den zweiten Platz. Christoph Columbus bleibt hier dran. German Wings hat Kontakt immerhin als Vierter. Dahinter dann WikiLeaks zu sehen. Next Wave kommt ins Mitteltreffen, innen durch mit Marijano. Dahinter probiert auch nochmal Shai Moon ins Rennen zu finden. Im Einlauf sind die Pferde. Lady Maxi geht nach vorne. Alathea ist innen. In der Mitte Christoph Columbus. Dahinter dann Marijano. WikiLeaks dabei und dahinter auch Next Wave in Position, aber innen Lady Maxi, einen spielt die Musik, Lady Maxi, German Wings, Alathea, Next Wave dabei, aber Lady Maxi ist weg, es gibt schon wieder einen Mülheimer Treffer, diesmal für Marian Falk-Weißmeier und wie das Pferd gewinnt, die Stute löst sich nach Belieben, es gibt hier keine Opposition, ganz klar, Luca Delosier, Lady Maxi gewinnt, German Wings auf dem zweiten Platz, Next Wave hat das dritte Geld, viertes Pferd ist Shai Moon, fünfter Alathea, dann WikiLeaks vor Marijano, Christoph Columbus, Kanonier, Charlene dahinter, Conny Stone und letzter wird Nantano. Mülheim, drittes Rennen, der vorläufige Richterspruch liegt vor. Es siegte die 3 Lady Maxi. Auf dem zweiten Platz die 2 German Wings, dritter die 5 Next Wave und vierte die 10 Alathea. Vorläufig 3, 2, 5 und 10. Und wir sehen sie hier nochmal. Sie kommt gleich zurück zum Absatteln. Lady Maxi, der nächste Treffer für ein Mülheimer Quartier heute. Marian Falk-Weißmeier zeichnet und Luca Delosier hat den Siegritt ausgeführt.